Aus der Zusammenarbeit der Michaelis Maschinenbau GmbH aus Grasberg im Teufelsmoor, bekannt für die robusten Mähkörbe, und meinem Ingenieurbüro, das sich im Spannungsfeld von Abflusssicherung und ökologischer Gewässerunterhaltung bewegt, ist der nachfolgende Mini-Mähkorb entstanden, den wir Ihnen hiermit vorstellen wollen und der dankenswerterweise von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt gefördert worden ist. Die Herausforderung bei solchen Gewässern heute an die Gewässerunterhaltung ist es, den Abfluss zu sichern und trotzdem gleichwertig eine ökologische Entwicklung zu ermöglichen. Standardmäßig versucht man heute zum Beispiel eine Böschung nicht zu mähen. Dennoch ist der Eingriff in das Profil und in die andere Böschung aus ökologischer Sicht massiv, mit dem Ergebnis relativ monotoner Strukturen und schlagartigem Zurücksetzen der Entwicklung. Kann so der gute ökologische Zustand erreicht werden? Gereifte Systeme haben keine bis kaum Chancen, sich zu entwickeln. Unsere Antwort auf diese Problematik ist der während der Fahrt mähende Mini-Mähkorb, der drehbar und dadurch wendig ist. Er ermöglicht zügig die notwendige Abflussrinne zu mähen und ein Höchstmaß an Biodiversität dadurch zu erhalten. Der gesetzliche Anspruch, Abflusssicherung und Pflege und Entwicklung zu realisieren, wird wirtschaftlich, effektiv und zügig möglich. Für viele Gewässer ist eine schmale Rinne für die Abflusssicherung oft ausreichend. Ja, gerade in kleineren Profilen, die oft vom Ursprung Fließgewässerpotenzial besitzen und daher im Sinne des Gesetzes in Richtung Fließgewässerpotenzial wieder zu entwickeln wären, ermöglicht eine schmale Rinne, den Seitenraum unangetastet zu lassen. Damit bleibt Schatten, wo keine Gehölze gewünscht sind. Damit bleiben Rückzugs- und Ruheräume trotz Kleinheit des Gewässers ein großer ökologischer Gewinn für die Biodiversität. Wir haben das Korbvolumen gegenüber ersten Varianten verdoppelt, sodass trotz Schmalheit auch längere Strecken je nach Verkrautungsgrad gemäht werden können, ohne gleich absetzen zu müssen. Das Material kann tief einfallen und die breiten Schlitze auch an den Seiten ermöglichen es, während des Mähvorganges reaktionsfreudigen Organismen wie zum Beispiel Kleinfischen direkt zurückzuwandern. Insgesamt sehr wendig und damit flexibel einsetzbar und voll drehfähig. Bei schlechter Sicht auf das Arbeitsfeld, zum Beispiel durch hohe Röhrichtbestände, sind Kamerasysteme möglich, wie hier zu sehen. Der Bildschirm zeigt sehr schön die große Wendigkeit des Korbes bzw. der Messerbalken. Nicht selten erfolgt die Böschungsmaht der besseren Einsicht wegen. Darauf kann nun zugunsten der Biodiversität verzichtet werden. Die folgenden Bilder zeigen die hohe ökologische Wirksamkeit der zügigen Mittelrinnenmaht und den landschaftsästhetischen Gewinn einer Abflussrinne, die dem Stromstrich folgen kann. Solche Mäanderstrecken sind auch ökologisch wertvoller als schnurgerade Mittelrinnen, denn sie erhöhen die Kontakt- und Grenzfläche der ökologisch relevanten und nun erhaltbaren Strukturen. Der Fahrer kann zügig auf vorhandene Pflanzenarten reagieren und zum Beispiel geschützte Arten, wie zum Beispiel die Iris, leicht und sicher umfahren. Im Ergebnis nicht nur ein Gewässer für die Ökologie, sondern auch für das Auge. Insbesondere an Fließgerinnen ist je nach Hydraulik eine Abflussrinne dadurch stabil zu erhalten, dass man möglichst schmale Rinnen erzeugt. Denn eine schmale Rinne erzeugt eine höhere und stabilere Strömung, was wiederum das Zuwachsen erschwert. Hier der Test, ob selbst in breiten Gewässern eine so schmale Rinne Effekte erbringen kann. Wir sehen einerseits das zügige Arbeiten während der Fahrt
Und hier, wo das Profil komplett zugewachsen ist und damit keine Strömung mehr den Abfluss sicherstellt, wirkt diese schmale Rinne erstaunlich. Ein Stromstrich wurde aufgebaut und sichtbar gehalten. Vorher keine Wasserbewegung. Jetzt liegen die Pflanzen im Stromstrich. Das funktioniert nicht überall, aber mit diesem Mini-Mähkorb lohnt sich der Versuch allemal. Einfach, zügig und reaktionsschnell. Auch für die zunehmend in urbanen Räumen anzutreffenden Strecken mit Uferverbau stellt der Mini-Mähkorb eine hervorragende Möglichkeit dar, ohne Probleme zu krauten. Insbesondere die Gefahr bei Steinwalzen, eine Walze durch Verhaken im Netz auf kompletter Länge rauszuziehen und damit aufwendige Ufersanierung betreiben zu müssen, kann komplett verhindert werden. Der Korb kann zügig bewegt werden, ohne den Uferverbau zu gefährden. Ein besonders gravierendes Problem der herkömmlichen Mähkörbe wird durch diese Michaelis-Innovation komplett vermieden und darf daher als der ganz große Effekt für mehr Biodiversität in der Gewässerunterhaltung gelten. Wir sehen hier die große Gefahr der massiven Uferverletzungen. Dadurch, dass Standardkörbe immer im 90-Grad-Winkel eingeschwenkt werden müssen, kommt es immer wieder zu zum Teil erheblichen Uferverletzungen. Solche Verletzungen sind die Erosionsbasen für nachfolgende, zum Teil massive Sedimenteinträge. Hier wandert eine so entstandene Sedimentfahne über die Bachsohle und erstickt darunter Larven- und Eistadien von Wassertieren. Daneben wird der gewöhnlich bedeutsamste Lebensraum, der Übergangsbereich zwischen Wasser und Land, immer wieder gestört, uniformiert und seiner potenziellen Strukturvielfalt beraubt. Aber auch solche massiven Zerstörungen von Bachsohlen können mit dem Mini-Mähkorb zukünftig vermieden werden. Auch die Spätfolge instabiler und damit umsturzgefährdeter Gehölze würde unterbleiben können. Diese ökologisch besonders massiven Eingriffe zeigen noch einmal eindrucksvoll die negativen Wirkungen nackter und verletzter Uferlinien. Schon kurz nach der Durchführung sind erste Erosionslöcher zu sehen. Oftmals werden dabei auch Drainageeinläufe zerstört, sodass der Mini-Mähkorb hier dafür sorgen kann, dass Infrastruktur erhalten bleibt. Die ökologische Wirksamkeit schmaler Rinnen zeigt dieses Bild. Weil die Rinne so schmal ist, kann sie genügend Schleppkraft aufbauen, dass Substratsortierung stattfindet und das ökologisch erwünschte Hartsubstrat, nämlich Kies, freigespült wird. Im Gegensatz dazu eine ökologisch zu breite Fließrinne mit im Ergebnis schwarzen Feinsedimenten, lebensfeindlich, ohne wahrnehmbare Strömung und ohne fließgewässerrelevantes Substrat. Insbesondere in intensiv genutzten Landschaften hilft jeder Quadratmeter, den ich nicht mähen muss. Je weniger wir Böschungen mähen müssen, umso weniger negative Folgen wie Brennnessel- und Artenmonokultur. Die kleinen, aber mengenmäßig bedeutsamen Gewässer können so kaum bis nicht ökologisch entwickelt werden. Neben der Ockerbelastung wirkt die Strukturentnahme negativ. Die gerade hier wichtige Biotopverbindungsstruktur kann so kaum wirksam werden. Der Antrieb wurde weit nach hinten verlagert, das Auffangvolumen erheblich vergrößert. Tiefe und Volumen sind hier gut sichtbar. Hohe Reichweite durch lange Ausleger möglich. Große Wendigkeit und damit flexibel. Das Arbeiten während der Fahrt schafft zügig Ergebnisse. Wir bieten zum Mähkorb ein Handbuch zur ökologischen Gewässerunterhaltung, um die Chancen und Möglichkeiten im Spannungsfeld von Abfluss und Entwicklung zu nutzen. Die Michaelis Maschinenbau GmbH möchte mit dem Michaelis Mähkorb S-Line ihren Beitrag leisten zu den aktuellen Herausforderungen von Klimafolgenanpassung und für mehr Biodiversität in der Gewässerunterhaltung.